Ja, hey Leute, hier ist wieder Just Eddie am Start mit einem neuen Tutorial und zwar geht es hier weiter um das Jobsystem, Freunde. Wir haben in einem Video auf jeden Fall schon erklärt, wie wir Shining Stones, also Quality Stones herstellen. Jetzt wollen wir gucken, wie wir die dazugehörige, das Rohmaterial für die Jobrüstung herstellen. Wisst ihr, weil wir brauchen einmal das Rohmaterial für die Jobrüstung und die Quality Stones und das verbinden wir zusammen und bekommen dann die fertige Jobrüstung. Die Blue oder Blackstones kriegen wir durchs Traden oder Thiefen, je nachdem. Und die Tickets bekommen wir genauso jedes Mal, wenn wir traden oder Thiefen gehen, als Belohnung. Ich habe hier mittlerweile ein paar zusammengesammelt. Wie man sehen kann, habe ich hier echt doch eine ganz gute Menge. Bei diesen Tickets gehen wir zum Magic Pop Guide Gori und klicken ihn an und klicken auf Exchange Ticket. Exchange All Tickets. Boom, Inventar voll. Deswegen hat ja auch mein Inventar schön leer gemacht vorher. Und jetzt, Leute, heißt es, und das ist so anstrengend, wir müssen diese einzelnen Sachen sortieren. Wir können einmal gucken, man sieht die farblich leicht, also man sieht die farblichen Unterschiede einfach zu den Sachen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel erstmal ganz grob sortiere, ich switch das mal hier rüber. Die roten Symbole kommen alle mal nach oben. Das ist nämlich alles ein Qualitätsbereich. Und zwar ist das alles, wenn ich hier in der Beschreibung lese, Lowest Quality. Das sind alles Lowest Quality Sachen, also Level 20er Rüstung quasi. Wenn ich dann weiterschaue, habe ich hier Low Quality. Das sind diese ganzen Teile. Low Quality ist Level 50er Rüstung also. So. Da bleibt nicht mehr viel. Man sieht, man hat den größten Teil Lowest Quality, ziemlich viel Low Quality. Und jetzt haben wir ganz wenig noch Medium Quality. Das sind diese Sachen. Hier haben wir noch einen von den... Ah, das ist High Quality. High Quality sieht ein bisschen ähnlich aus wie Lowest Quality, finde ich. Hier hatten wir aber noch eins davon. Ja, hier haben wir noch auch noch ein Highest Quality. Also, ja, da muss man gut sortieren, Freunde, damit man sich da nicht vertut. Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Medium Quality, einmal High Quality und einmal Highest Quality. Also da sieht man, wie wenig High Quality und Highest Quality im Vergleich zu den anderen Sachen. Jetzt könnten wir je nachdem sagen, okay, wir behalten alle, aber ich brauche keine Lowest mehr, ich brauche keine Low mehr. Das heißt, die kommen alle weg. Ich könnte die alle craften, ja, könnte ich machen, aber habe ich echt keine Lust zu. Deswegen werde ich die entweder droppen oder verkaufen. In dem Fall werde ich die alle verkaufen. Das geht ganz einfach natürlich hier. Das machen wir. Also warum zeige ich euch das? Das werde ich euch gleich zeigen, warum ich das mache. So, jetzt habe ich mein Inventar leer. Oder leerer. Jetzt habe ich hier diese Sachen. Die kann ich jetzt nochmal sortieren. Und zwar habe ich hier zum Beispiel Lower Body. Das ist die Hose. Hier habe ich ein Head. Hier habe ich Accessories. Also Earrings. Hier habe ich Upper Body, also die Chest. Hier habe ich nochmal Upper Body, das kann ich also da drauf machen. Habe ich jetzt zweimal. Earrings noch einmal. Und das war's. Am besten sortiert man sich das tatsächlich alles so ein bisschen, dass man die Sachen leichter findet. Also Head würde ich ganz nach oben machen, weil das ist das Kopfding. Dann Upper Body die Chest, Lower Body die Hose. Earrings, sowas kann man weiter unten machen. Wenn wir Schuhe kriegen, kommen die natürlich noch irgendwie so da drüber. Warum sortiere ich das so auf diese Art und Weise? Das hat einen guten Grund, weil wir, wenn wir jetzt gleich Jobrüstung craften wollen, wissen müssen ungefähr, welches Item was ist. Und das ist halt unfassbar anstrengend. Ich konzentriere mich jetzt aber gerade auf die Medium-Quality-Sachen. Die High-Quality- und Highest-Quality-Sachen werde ich in mein Storage packen. Naja gut, Freunde, so erstelle ich mir auf jeden Fall schon mal das Rohmaterial für die Jobrüstung. Wie dann die Jobrüstung am Ende genau entsteht, zeige ich euch beim nächsten Mal. In dem Sinne, Leute, bis zum nächsten Mal, haut rein, bis dann, ciao.